ist leicht los? Die hat betrunken, attackiert die. Ja, ich weiß. Betrunken und rumpöbelt. Als eine, betrunkene Dame hier hat die Fahnenträger angepöbelt. Ja, wie gesagt, die Dame ist schwer betrunken. Aber gehört, glaube ich, nicht zu unserem Demonstrationszug dazu, sonst hätte sie uns ja nicht angepöbelt. Käufer Sonne, schönen Morgen im Zenit. Und die Folgen dieses besagten Vollmonds hat man schon in den letzten Tagen gemerkt. Wer unsere Videos schaut, weiß, dass vom Roman letzthin lustig bei Rot über die Ampel. Und ich hatte in meinem Dienst letzte Nacht, wir haben ja heute Sonntag, auch wieder ein paar echte Kapazunder, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Mond nicht eventuell als Herr über die Gezeiten die gesamte Hirnleistung auf eine Seite hat steigen lassen. Wo genau? Ja, das weiß ich nicht, ob es die linke oder rechte Hirnhälfte war. Ich würde bei manchen nicht einmal darauf wetten, dass es noch zwei Gehirnhälften gibt. Aber auf alle Fälle, Vollmond ist immer ganz lustig. Und da kann man dann, man blickt ja auf die Uhr, es ist 16 Uhr, da kann man dann am Sonntagnachmittag im Sonnenschein als elegante Dame, wie die besagte hier gerade, schon mal Murzahn im Tee haben und dann sicherheitshalber da gleich bei einer Diskussion anfangen. Fahrradständer, ein Alkoholikerständer, gibt's alles. Na, die hat ja irgendwelche von uns anpöbeln gehabt. Die Fahnenträger hat es zuerst angeschmallert. Ja, ja, an hinter der Binde hat es alles. Kennst du die ganzen hunderte Demonstrationen auseinander da im Film? Ja. Ordner anlegen, bezeichnen, einen Namen drunter legen, allein. Da ist ja nicht alles drauf. Das ist nur einmal zu filmen und da ist auf dem Computer und dann, dann wird der wieder lagern. Und ein kleines Männchen drin und der schreibt mit. Chinesisches. Nein, 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 nein. Das ist. Nein, nein, ich bin jetzt wieder politisch. Kryptografisch. Da sitzt ein kleiner Russe drinnen, weil man hatte das, ich weiß nicht, es gab da diesen Witz, Russe geht zum Uhrmacher, weil seine Armbanduhr kaputt ist. Legt ihm die Armbanduhr hin und erklärt, wo war ich? Uhr, nichts geht mehr. Der Uhrmacher macht die Uhr auf, schaut da rein, klopft ein bisschen rum, fällt ein totes Insekt raus, so ein kleines, so. Nein, nicht. Irgendwas klein sein, ne? Irgendein Käferl. Und liegt dann tot am Tisch vom Uhrmacher und der Russe sagt, ah, Karaschotowarisch, Maschinist tot. Und deswegen hätte ich gesagt, der Roman hat da so einen kleinen Maschinisten drin. Ja, wer weiß. Der kommt da irgendwo aus Kaliningrad oder noch weiter weg und der schreibt da drinnen mit, der guckt da bei dem kleinen Fenster raus. Und der schreibt mit und gibt dann am Roman auf die Nacht die Schriftrollen, was so passiert ist. Jetzt kennt ihr euch aus, gell? Ja, so. Was denn, wir Bildungsfernen wissen, wie es geht. Ja, ja. Und ich mache jetzt einmal Augenzwinkern.
sonst glaubt irgendeiner nur, das eventuell verwenden zu können und das heißt dann, die glauben wirklich, dass da ein Mangel drin ist. Ja? Ganz schon nicht mehr heutzutage. Na, treff mal deinen Eierwerfer, jetzt wird's eng, hey. Ja, aber sehen wir, die Eier gehen dem Land ja zunehmend aus. Ne? Ja. Da wird nicht mehr mit Lebensmitteln geworfen, bei der höchsten Inflation seit Jahrzehnten. Bei dem, was heutzutage die Steigerung für Grundnahrungsmittel ist, da überlegt man sich, ob man das Ei als Frühstücksei nimmt. Oder ob man hergeht und das einfach auf lustig, einfach auf die Straßen schmeißt. Dann jetzt schmeißt man mit Hamburger schmeißen. Besonders wenn man dann nicht trifft, ist das ja eine doppelte Verschwendung. Ne? Man, der junge Mann hat ja letzthin, wie du dokumentiert hast und der Polizei auch übergeben hast, dann seinen Wurf noch per Handyvideo filmisch festgehalten, beziehungsweise nachschauen wollen, ob er den getroffen hat. Ne? Ja. In so einem Smartphone, glaube ich, sitzt ja dann der kleine Asiate. Ne? Du hast einen kleinen Russen. Schau, dass die Leute nicht mehr Hans Söllner horchen. Da gibt es ein Lirrl, das singt darüber, dass wir besser mit Hamburger schmeißen und so zeigelt. Weil auf das fährt die Polizei so ab. Da schalten sie gern das Blaulicht ein, wenn sie einen Hunger haben. Naja, also es gibt ja quasi diese Exil-Österreicherin, ne? Lisa Eckert, eine Frau, die ich sehr schätze, aufgrund ihrer Wortgewandtheit, aufgrund ihres sehr bösen Humors. Ne? Der hat man ja auch schon erklärt, sie sei eine judenfeindliche Person oder so. Ja, wie gesagt, die Dummheit griff da schon in, die ist auch schon Opfer der Cancel-Culture geworden. Sagt, man kennt es ja. Jedenfalls, die hat ja schon erklärt, dass es total blöd ist, dass diese ganz großen Firmen jetzt eben da quasi Russland sanktionieren. Das heißt, der McDonald's, es macht dort nichts mehr und so weiter und so weiter. Und dann hat die Frau gesagt, das ist ja strategisch voll ungünstig. Die brauchen ja mehr Fastfood, wenn die jetzt quasi plötzlich alle fit und sportlich und trainiert sind, weil es kein Fastfood mehr gibt. Weil sie nicht mehr auf der Couch hucken den ganzen Tag und Chips futtern und sonstige Sachen machen, ja, dann ist das halt eine richtig lustige Nummer. Und dann kam ja jetzt vor kurzem ein Cyberangriff auf eine russische Spiritosengeschichte und das hat die Lisa Eckert auch vorgenommen, wo sie gesagt hat, ja, man hat ja dann auch schon gesagt, man will ihnen da den Alkohol wegnehmen. Dann hat sie gesagt, dann sind sie fit. Ja. Und dann treffen sie auch noch, wenn sie schießen, zwecks nüchtern sein und so. Also das geht strategisch alles in die falsche Richtung. Aber nachdem ich ja schon erwähnt habe, dass die G7-Staaten beschlossen haben, dass die Europäische Union in ihrem Bestreben, den Frieden voranzutreiben, weitere 500 Millionen für Waffen ausgegeben haben, ist ja eh nichts mehr weiter zu sagen, außer dass ich mich mal wieder selber zitiere, indem ich darauf hinweise, dass ich schon erwähnt habe, dass Konfuzius gesagt hat, wer den Frieden will, der schickt Diplomaten und wer den Krieg will, der schickt Waffen. Aber ja mei, so ist es halt. Ne? Wenn unser Schweigepräsident dann quasi nicht gerade nächste Woche wieder wen angeloben muss, kommt ja in letzter Zeit öfter mal vor, dann fliegt er ja eh nach Finnland und Finnland ist ja aktuell auch an der Stufe dazu, der NATO beizutreten. Also die Provokation geht heiter weiter. So, damit keiner sagt, dass ich jetzt in Ehrlich einfach das Wort abschneide, das macht er noch schnell die Merkel-Raute und dann schauen wir wieder nach vorn. Ja, wie gesagt, also es geht heiter weiter in Europa und der Welt. Ich mache die Merkel, Mutti, Gedächtnisraute, wir schaffen das. Und wir schaffen das tatsächlich, weil wir gehen gerade mal wieder vorbei an der Salzburger AG, an einem der vermeintlichen Kriegsgewinnler. Aber nachdem unser Kanzler ja ein weiteres fulminantes politisches Manöver gestartet hat, indem er gleich einmal von der Wertabschöpfung gesprochen hat, von unseren Kriegsgewinnlern, was recht lustig ist, haben wir ja eh gleich einmal einen Einbruch von 5 Milliarden gehabt. Also unser Kanzler kann es ja auch. Ne?
wieder bestätigt, das war jetzt ein falscher Versprecher, wieder bestätigt, damit ich es nochmal wiederhole, mit 100%, also läuft. Und somit heute geht's weiter mit 9 frischen Akku. Juhu! Dank an den harten Kern, der es die ganze Runde durchgehalten hat. Es ist ja doch die lange Runde gewesen heute, mit ein bisschen Verspätung. Und insofern sind wir stolz auf uns alle, dass wir für unsere Freiheit und für unser Recht auf Selbstbestimmung immer noch schön auf die Straße gehen. Wir haben jetzt auch ein paar Redner. Der erste ist der Mario, der möchte euch einen Witz erzählen. Hallo, mal was anderes. Ein Witz einmal, das jetzt ein bisschen lustig ist. Geht ein Mann in die Bar, setzt sich auf den Tresen und kommt der Barkeeper und fragt, was wollen Sie trinken? Sagt er, 3 Bier. Bringt ihm 3 Bier, trinkt er aus. Kommt der Kellner nochmal, fragt er, was wollen Sie trinken? Wollen Sie noch was? 3 Bier bitte noch. Bringt ihm die 3 Bier, trinkt das aus. Fragt er, nochmal 3 Bier? Sagt er, ja, 3 nehme ich noch. Geht er zu ihm hin und sagt, warum bestellen Sie mir 3 Bier und nicht 1 Bier nach dem anderen? Und sagt er zum Kellner, dieses Bier gehört meinem besten Freund, der lebt in New York. Dieses Bier gehört meinem zweiten Freund, der lebt in Australien und das ist meins. Trinkt er aus, geht er, eine Woche drauf, kommt er wieder. Sagt der Kellner gleich, 3 Bier? Sagt er, nein, nur 2. Denkt sich der Kellner, was ist denn jetzt los? Bringt ihm die 2 Bier, fragt er, Entschuldigung, dass ich Sie so frage, aber ist irgendwas passiert mit einem Freund von Ihnen? Sagt er, nein, denen geht's gut, ich habe aufgehört zu saufen.